Da vorne müssen wir Energie dran machen, da ist der schon aktiviert, ne? Hier rechts ist so eine böse, böse Geschichte. Ah, guck mal, hier ist eine Leitung. Sind wir knapp daneben, ne? Hier ist unsere Basis, die wir hatten. Aber hier gab es noch nicht das, was wir brauchen, oder? Den Extraktor, den haben wir jetzt da hinten hingebaut. Ist nicht schlimm. Ist tatsächlich ein Exoship. Und da hinten hatten wir auch die Möglichkeit, dahin zu fahren. Ja. Harz brauchten wir. Jetzt mal gerade den Rucksack aufmachen. Was lassen wir hier? Das Glitzerding können wir mal gerade hier lassen. Dann nehmen wir den Harz mit. Das Laterit lassen wir auch hier. Jetzt müssen wir nur gerade gucken, ob es hier noch eine zweite Portion Harz gibt. Und das sieht gerade nicht so aus, oder? Haben wir hier was ausgebuddelt? Was harzig war? Okay, wir sind auf jeden Fall hier reingegangen, ne? Okay, nicht abstürzen. Und es war ziemlich steil hier runter wohl. Aber hier ist jetzt kein Harz und hier ist auch die Leitung schon zu Ende, oder? Hier ist Laterit. Was ist das Grüne? Titanit. Okay, doch, das haben wir glaube ich schon, ne? Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Okay, einen haben wir schon. Hier nochmal Sauerstoff fassen. Ist das eine Station, ne? Ah, leider. Ist das da hinten? Harz. Ja. Hier ist Harz. Okay, zurück zu dieser Station. Jetzt müssen wir nämlich den Weg wieder zurückfinden. Ey. Aber das war hier lang. Und hier 90 Grad nach da abbiegen und dann müssen wir wieder zurückkommen. Da hinten ist auch schon eine Linie zu sehen. Gut. Sind wir hier lang. Kriegen Sauerstoff, haben wir gekriegt, sagen wir es mal so. Und wir gehen hier lang. Und waren hier links abgebogen, glaube ich. Da hinten müssen wir hin. So, jetzt müssen wir hier den Harz reinmachen. So, damit war der hier über. Und der ist richtig. Jetzt sollten wir vielleicht gerade nochmal hier ausmisten. Damit wir fürs nächste Mal wieder was mitnehmen können, ne? Ah, da war der dritte Harz, den ich eben gesehen habe. Ja, passt erstmal. Gut. Soll jetzt erstmal hierfür reichen. Wir werden das fertig machen. Dann können wir hier Argon zusammenregen. Und dann geht auch die Reise wieder zurück auf Silvia. Was ich in der letzten Folge noch ein paar Mal falsch vielleicht gesagt haben könnte. Auf Silvia wollten wir nicht sein. Wir wollten hier hin, um das hier rauszukriegen. Oh, wir sind schon fertig. Dann lass uns das gerade noch aufbauen. Kriegen wir den da hin? Ja, diesmal geht's. Wasserstoff brauchen wir nicht, sondern Argon brauchen wir. Zack, und der läuft schon. Bis zur nächsten Folge. Ja, guckt auch das nachfolgende Projekt, ne?
Verluste 3. Ja, er und er. Dein Töpfer und widerstandsfähigen Soldaten haben alle Hauptziele erreicht, abgeschlossen. Medaillen zuweisen. Interessant. Wie viel kann ich denn zuweisen? Aha, 3 Stück. Bestätigen wir das einfach. 2 von 3 befördert. Ziele. Gab es auch Punkte? Übersicht. Verlassen. Ein bittersüßer Abschied. Wir leben auf jeden Fall noch. Sturm am Horizont. Aufgabe abgeschlossen. Okay, wir haben Nachschub gekriegt. Das ist schon mal ganz positiv, glaube ich. Ja, 3 Leute leider haben uns verlassen, wie gesagt. Ein bittersüßer Abschied. Was haben wir denn hier? Treibstoff 160, Nahrung 40. Essen ist nicht viel da. Geld haben wir, ja, bringt uns nicht viel. Holz, Metall, Stoff, Kräuter und Schießpulver. Grabrede halten. Das sieht so aus, als alle, ob alle Moral dazugekriegt haben. Ne? Ja, alle haben Moral dazugekriegt durch die tolle Rede. Sehr schön. S naším velícím důstojníkem jsem se poprvé potkal v Moskvě. Bylo to v předvečer revoluce a město bylo plné strachu z občanské války. Rudí vydali ultimátum, které vedlo k násilí. Přišli jsme o majora Gazdíka i spoustu dobrých vojáků. Československá legie byla vnímána jako hrozba, protože jsme byli profesionální armáda bez jasné příslušnosti. Chtěli nás odzbrojit, zadržet. A kdybychom se bránili, měli nás zabít. Jenže nás krvavé záležitosti té cizí země nezajímaly. Chtěli jsme jen bezpečnou cestu z Ruska. Do naší nové republiky. Domů. A v skutku, tohle byly naše rozkazy. Dostat se vlakem do Vladivostoku a nalodit se na plavbu domů. Překvapilo mě, že mi neřekli, abych tohle tažení vedl. Navzdory mým zkušenostem z pole. Místo toho jsem byl pouhým poradcem a pobočníkem našeho velitele. Bylo to neslýchané. Ale tehdy jsem neměl žádný dobrý důvod pochybovat o naší prozatímní vládě. Z Moskvy jsme utekli živí jen o vlásek, ale podařilo se nám zajistit obrněný vlak na naši dlouhou a náročnou cestu. Kapitel 1 abgeschlossen. Ja. Was ist Laden? Nee, weiter. Majore, informovali mě o vašem povýšení. Já jsem kapitán Langer. Můj služební záznam si můžete přečíst později. Přiřadili mě k vaší jednotce, abych vám dělal pobočníka a mohu-li být smělý také poradce. Takže přišly nám rozkazy od prozatímní vlády Československé republiky. Chválí naši hrdinskou oběť na východní frontě, která pomohla zajistit nezávislost naší nové republiky. Rusko se však oficiálně nachází ve stavu občanské války a naši staří váleční nepřátelé zatarasili všechny přímé cesty na západ. Abychom se dostali na západ, musíme jít na východ. Tímto obrněným vlakem. Z Moskvy přes celou Sibiř do Vladivostoku, kde dokončíme naši evakuaci přes moře.
Navíc nám nařídili neplést se do konfliktu mezi rudými a bílými. Máme zůstat neutrální a nechat ruský lid, aby si své záležitosti vyřídil sám. O tom, jak máme zůstat neutrální, pokud by na nás zaútočili, nepadlo ani slovo. Na papíře to určitě vypadalo dobře. No nic, čeká nás dlouhá a náročná cesta. Měli bychom okamžitě vyrazit a stavit se v Penze pro další rozkazy. Ja, der Damm ist fertig, aber dieser hier wird nicht fertig werden, einfach aus dem Grund, weil wir Holz brauchen. Und hier passiert nichts, kein einziges Brett da. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch nicht schaffen, weil es zu weit weg ist. Aber jetzt sehe ich natürlich nichts. Aber hier ist auch Strömung, ne? Lass uns doch mal hier gucken. Das müsste eigentlich ja funktionieren. Okay, da geht es nicht hin, das geht nur dahin. Wäre jetzt zu wissen, ob sie das schaffen. Ja, da kommen sie schon und bringen schon das erste Holz. Das heißt, da würde es auf jeden Fall klappen. Machen wir erstmal so, gucken, wie das wird. Wir brauchen nur Rohholz. Die bringen erstmal ordentlich Holz hier hin. Das ist schon mal gut. Wir können auch tatsächlich auf der anderen Seite was bauen, ne? Auch nicht schlecht. Und hier ist eine Strömungsgeschwindigkeit, die gut ist. Ich denke, das Rad wird dann ordentlich Strom bringen. Jetzt wird es auf jeden Fall hell und da kommen auch schon welche. Und das Rad, das läuft richtig schnell. So, letzter Antrieb und dann geht es hier ab. 1,3 Stunden. So, er kriegt erstmal Holz. Und da, siehe da, da zählt sich schon mal ganz schnell hoch. Das erste Brett ist fertig. Na, jetzt geht's mit Holzbrett dann endlich voran. Zum Glück. So, jetzt müssen wir das mit dem Antrieb dann noch machen, fällt mir gerade so ein. Und dann müssen wir den Weg ein bisschen begradigen. So muss das mit dem Weg. Also hier kommen jetzt hoffentlich Bretter rein und raus. 2, 3. Ja, die Bretter laufen. Jetzt geht's voran, denke ich. Jetzt müsste es hier zum Beispiel was geben und vielleicht kriegen wir die Windmühle auch ans Laufen. Dann können wir das hier aber eigentlich abbauen, ne? Ja, zur Not lassen wir das erst noch stehen. Wasser ist erstmal genug da. Ah, siehe da. Läuft. Das ist noch nicht fertig, ne? Nein. Der Damm wird noch gebaut, aber wir bräuchten hier noch ein paar Bretter. Weil wenn das da ist, dann können sie endlich hier anpflanzen. Weil wir mussten da runterlaufen, ne? Das war das Problem. Es sind aber noch keine Bretter da. Neun von 13. So, der hat aber Bretter geholt jetzt, ne? Machen wir gerade Prio hoch, damit die hier was zu tun kriegen, ne? Wohlbefinden. Nasses Fell fehlt doch vielen. Ja, die Grillkartoffeln, Grillkastanien, gerillte Gerichrose, das kommt erst alles, wenn wir hier weiterkommen. Ja, Kartoffeln weiß ich nicht, warum das nicht klappt. Weg ist dahin. Feld haben wir gemacht, aber vielleicht das Bauernhaus kommt da nicht hin. Ah, das ist das Problem. Effizientes Bauernhaus, aquatisches Bauernhaus. Das effiziente Bauernhaus müssen wir hier hinbauen, dann klappt das auch. Wird bestimmt auch werden, ne? 25 Rohholz brauchen wir da. Das sollte kein Problem sein, siehe da. Und sie sind auch schon unter Wasser. Gut, das heißt, die Nahrung läuft auch. Hier fehlt das Bauernhaus, dann läuft das auch. Gut, dann machen wir das hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, ihr wisst schon, ne? Guckt in der nächsten Folge vorbei und das nächste Projekt, was hier nachkommt, guckt auch an.
Alles klar, bis dann. Ciao. Anrufer. Darf. Ja. Um geht's? Ich bin gerade auf meiner Forschungsarbeit beschäftigt. Aber in Not läuft doch dein Fernseher. Der Netzempfang ist gerade total schlecht. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Tja. Worum geht's? Möchtest du vielleicht lernen, wie ich mal kocht? Nein, ich möchte dich fragen, ob du bestimmte Zutaten brauchst. Okay, also das war hier jetzt gerade, glaub ich, nichts. Da ist ein grüner Pfeil dran. Ah, die können wir jetzt machen, oder was? Holz haben wir, Seil haben wir, Kupfererz haben wir, Gold haben wir. Schaden 12 im Besitz. Herstellen. Dreifach Achsel haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir hier diese noch. Augenknopf am Seestern und Gold. Und dann hier ist noch ein Ausrufezeichen dran, aber wofür? Ach so, man muss nicht alles liefern, aber kann Teillieferungen machen. Aber wofür? Keine Ahnung. Klausler Forschungsschutz, Öko, Gesundheitsarmband, Level Up Rewards. Aber das geht noch nicht. Da muss ich ja diese Punkte noch haben, ne? Cox da, da können wir noch ein paar Häkchen setzen bestimmt, oder? Rangaufstieg. Silber, Belohnung. Okay. Meine Seite. Kann ich hier auch runter ohne? Ja. Muss mal gerade gucken, ob ich alle Daumen gesetzt habe. Habe ich wohl, der ist jetzt wieder hochgesprungen. Gut, dann haben wir das. Können jetzt zwei Dinge machen, hier weiter versuchen. Oder er wollte uns sprechen, aber ich glaube, wir können noch einmal tauchen, ne? So, sind wir wieder im riesigen blauen Loch und wir haben nochmal die Möglichkeit, jetzt irgendwelche Sachen hier wegzukriegen, rauszukriegen. Da unten ist eine Kiste, die gucken wir mal rein, was für eine Waffe das gibt. Verwirrungsbauwerk, Waffen. Okay. Mal hier tiefer schauen. Weiß nicht, ob der da böse ist oder nicht, aber hier können wir erstmal noch was einsammeln. Ist das Bleierz? Okay, ich glaube, das hatten wir noch nie, ne? Hier ist Sauerstoff, den ich jetzt nicht unbedingt sofort brauchen würde. Hier geht es weiter runter. Die sind noch nicht böse. Da links ist, was ich brauche. Oh, da ist aber ein ganz böser. Hier sind mehrere Sachen, die ich brauche. Oh, das war natürlich ganz schlecht gerade. Da haben wir die Kameralinse und ich glaube, wir laden hier mal gerade Sauerstoff auf. Ist die Frage, wie ich da hinkomme, ne? Hier war doch irgendwo das Ding da. So, jetzt rüber. Jetzt habe ich schon das zweite Bauteil, den Motor. Oh, hier gibt es noch eine schicke Waffe, Dreifachachsel. Jetzt muss ich erst warten, bis das weg ist. Hoch kann ich da nicht. Oh. Da können wir noch was aufheben. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil, ne? Das ist da links. Das haben wir auch.
haben wir alle drei Sachen, ne? Ja. Was ist das hier? Oh, da gibt es Sauerstoff, sehr schön. Tierzuchtmethoden wäre schon, Fischfang, Tierzuchtmethoden wäre schon interessant. Aber verfügbar, zugewiesen, eigentlich, wir haben ja auch noch gar nichts, ne? Da können wir noch nichts machen, wenn. Sieht so aus, als ob wir überhaupt noch nirgends sowas machen können, weil ist ja alles irgendwie ausgegraut, oder? Weil wir auch keine Punkte haben, aber wie kriegen wir Punkte? Ist nur noch ein Tag Essen da, das ist schon mal ganz schlecht. Lass uns mal hier eins machen und dann lass uns mal jagen oder sammeln gehen. Ah, das muss später reif sein, Spätsommer, na super. Können wir woanders was sammeln? Auch Spätsommer erst, oh. Wir müssen Fleisch besorgen. Hier sind Viecher. Auch nicht viele, ne? Wir müssen mal Jagen machen dann, ne? So, zwei haben wir markiert. Hier sind nur drei, dann sollten wir vielleicht da keine jagen. Die Auerochsen, da geht was. Na, die Jagd habe ich noch nicht ausgewählt wahrscheinlich. Da haben wir jetzt Vierer, die wir jagen können. Gehen da welche zur Jagd? Wahrscheinlich nicht, ne? Bauen lieber Straßen, wie wir sehen. Hausmeister. Ich sag mal nur zwei rein beim Hausmeister. Das soll reichen, damit die was anderes machen. Oh, da ist, glaube ich, einer gerade runtergeflitzt. Aber hier ist eine Steinmine, wo sie was weggeholt haben, okay. Wir haben gerade nichts zu essen. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Was ist denn mit Essen? Es ist gar nichts da. Wir sind jetzt Emir geworden. Okay. Das heißt, Import könnte jetzt gehen, oder? Nicht wirklich. Mit der Fischerei, das hätte ich auch noch gewusst. Wie geht das? Wo ist Wasser? Hier unten wäre Wasser. Da ist die Fischerei. Lager hier machen. Es geht nur ein Lager. Erhöht die Effizienz. Ich mach's mal so, weil ich weiß nicht, wie es geht. 18 Holz braucht man dafür. Ich hoffe, der findet dann da Fische. Guck mal, hier ist auch was zu bauen. Die Lehmgrube haben wir da. Läuft gerade nicht so gut. Mit dem Essen vor allem. Wir haben nichts mehr. Vier Äpfel sind noch da. So, lass uns nochmal hier durchgucken. Können wir die Bäckerei machen, ne? Zimmermann, sonstige, Kannibale, Jäger. Hier geht jetzt das Labor. Aha. Das Labor geht erst als Emir. Ja, ich würde es hier rechts machen wollen, das Labor dann, ne? Hier mal so neben, oder? Station. Die drehen und geht dann dahin, ja. Die geht dann nicht mehr. Ah.
15 Stühle schon wieder. So, wir müssen noch eine Tür reinbauen, ne?